Herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Heute geht es spannend weiter mit der Befreiungsmission des Barons. Ja, der Greif hat ihn ja im letzten Part mitgenommen. Oder was es war, der Basilisk. Ja. Mal gucken, was Ciri denn so gegen ihn ausrichten kann. Oder ob sie überhaupt da hochkommt. Yeah. Und jetzt den Kopf ab. Und nochmal. Ist ja, glaube ich, ein Stahlschwert. Eigentlich sollte es ja ein Silberschwert gegen das verwenden, soweit ich mich entsinnen kann. Auf jeden Fall, ich schmeiß immer ein Silberschwert rein. Er kann nicht mal mehr sein Messer wegstecken. Ist das mal genial. Der Baron war sprachlos. Ciri, du verblüffst immer wieder. Hä? Ich dachte gerade. irgendwie fehlt dem einen der Kopf oder so. Oder es war irgendwie komisch gepixelt beim Pferd. Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Hoffentlich nicht. Hab mich in große Schwierigkeiten gebracht. Was meinst du damit? Ich muss fliehen. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Tja, das ist unser nächster Reiseziel. Auf jeden Fall. Novigrad. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Ja, Ciri belebt die Bude. Oder eine Bude von einem. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Also Vitamin B hat er bekommen. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir
Und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Hm. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Ja, nee, was ist denn das für ein Mongo? Ein kleiner Lilliputaner oder so. Was hab... Du ja. Nee, ist nicht der Ernst. Wieder entkommen. Entschuldigung, sind schon wieder weg. Bringt den aus den Augen, dieses hässliche Ding. Was war das? Würde sag mich auch... Sag du's mir, Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. So nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Okay, aber was es ist, ist immer noch nicht geklärt. Das würde ich schon gerne erfahren. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Ja, nee, ist klar. Damit wettet man. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Oh ja. Hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Das kann man auch so sagen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ja, nee, ist klar. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir nach Skellige reisen müssen noch, denn Uma kommt aus Skellige. Urkomisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Hm, bist du dir da ganz sicher? Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So das ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Hm, denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Dankeschön. Und sei ihr ein guter Vater. Werde ich. Keiner wird die Hand an Ciri legen, solange ich an ihrer Seite bin. Das ist also das Ende des Baron-Kapitels. Praktisch. Denn wir haben ihn wegreiten sehen und ja, ich würde sagen, beenden wir es jetzt komplett mit dem guten Herrn, indem wir seine Frau retten gehen. Und wir haben sowieso noch eine Rechnung mit den Mumna vor uns. Die haben Ciri angefasst, dafür müssen sie doppelt bluten und dreifach, wenn es geht.
Leider sind sie nicht von selbst aufspürbar. Ansonsten würde ich immer, also wäre ich schon längst bei ihnen. Außer sie sind Level 30, dann komme ich später nochmal. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall würde ich die kaputt hauen. Finde ein Schiff nach Skellige. Ich sagte doch, wir müssen noch nach Skellige. Oh Mann. Aber es ist noch viel zu früh für Skellige, mein Kleiner. Wir müssen jetzt in die, also die Rückkehr nach Nidavir vorbereiten. Und naja, wir sind eigentlich schon vorbereitet. Wir gehen noch an die Anschlagtafel, wenn es denn eine dort gibt. Und ja, und holen uns noch ein bisschen Aufgaben. Denn nur durch Quest leveln wir. Man kann zwar auch durch Monster leveln, aber dann müsstet ihr hohe Monster nehmen. Und ja, dann kämpft ihr einfach mal eine halbe Stunde oder so. Ist nicht gerade die feine englische geile Art? Nö, nicht jetzt. Nicht reden. Ich möchte noch an das Anschlagbrett. Wäre noch so nice Scheiße. Würde mich so brennend interessieren. Warum treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus! Wo sind sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Das ist doch seine Tochter, die auch noch hingerannt ist. Die wollte doch ihn auch noch retten. Ist es schon soweit? Sind die schon fertig mit erholen und so? Okay. Und das, der eine da ist doch der Dorfälteste, der sich das Ohr abgeschnitten hat. Okay. Ich hole meine Männer. Wir können gerne gehen. Aber ich muss hier ans Anschlagbrett. Dankeschön. Jetzt können wir gehen. Ich bin ready for the takeoff. Kommt. Baron, komm, Kleiner. Wir müssen. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Aha. Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Das stimmt aber, wenn man mit so einem Ekel zusammen ist, muss man schon echt verzweifelt sein. Zum Glück hatte sie den Mut, ihn zu verlassen, aber es hat sie in die nächste Bredouille reingeschmissen. Nun ja, kommt ihr mal. Mann, seid ihr langsam. Hallo? Ich bleib mal in eurer Nähe. Zieh mal mein Schwert. Ja. Aber ich finde das eigentlich eine gute Stelle, um... Ey, Baron! Nicht nach... jetzt kommen noch kleine Pisser. Lass den Baron in Ruhe. So, das war's schon. Ja, das war ein harter Kampf für euch, für mich war's low. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Doch, habt ihr. Seine Frau. Aber hier würde ich mal gepflegt sagen, wenden wir den Part. Bevor der gute meint, irgendwo noch in eine Geschichte reinzulaufen, ohne mein Einverständnis. Jo, das war's für den Part. Seid dann das nächste Mal wieder dabei, wenn wir den Baron seine Frau retten. Und ja, und was danach geschieht, wenn wir nach Novigrad reisen. Tödelö.